Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Station Renovation, nicht Simulation, Renovation. Wir räumen immer noch gerade den Müll hier vom Bahnsteig und fangen dann gleich an, sobald das alles leer geräumt ist, die neuen Sachen zu kaufen und zu platzieren. Aber erstmal muss natürlich Platz werden. So, haben wir jetzt nur noch die Mülltonne, glaube ich. Und die legen wir da vorne mit in den Container rein. So, dann ist die weg. Gut, dann haben wir es unten rechts, sehen wir, was beim Bahnsteig fehlt. Und zwar 12 Bänke, 6 Müllcontainer. Das mache ich erstmal. 12 Bänke, 6 Müllcontainer. Was verkaufen? Ich hab doch gar keine. Ja, die waren halt erster, ne? So, 12 Bänke. Und 6 Mülleimer. Wo ist denn die Kaufenfläche? Zwei Abfahrtszabeln, zwei Fahrkartenautomaten und zwei Uhren brauchen wir auch noch. Also, zwei Fahrkartenautomaten. Zwei Abfahrtstafeln und zwei Uhren. So. Setzen wir hier einfach jetzt mal ein paar von den Bänken hin. In dem Sinne ist es wieder gut, dass ich hier keinen Müllcontainer angesetzt habe. So, überall die schönen Müllcontainer. So, dann brauchen wir noch einen Fahrkartenautomat. Da kommt hier einer hin. Und hier einer. Jetzt brauchen wir nur noch die Uhren. So. Und damit ist der Bahnsteig in einem sehr guten Zustand. Was ist denn das für eine komische Schwelle, dass ich so komisch demontieren muss? Einmal frei. Sieht doch alles gut aus. So, das heißt, wir können mal hier drinnen Bänke, Stühle, 8 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 4 Müllcontainer, ein Fahrkartenautomat.
1, 2, 3, 4. Fahrkartenautomat, Dekoration 6 Stück, Lebensmittelautomat und 2 Uhren. Also 2 Uhren wieder. Dann 2 Lebensmittelautomaten. Und was war es noch? 6-mal Dekoration. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, aber 6-mal das gleiche. Ich sehe gerade, die Tür ist auch noch nicht repariert. Das Badezimmer haben wir dann auch noch. Da müssen wir auch noch mal Müll ausräumen. Oben hängt doch schon eine Uhr. So, es war noch eine Bank. Und einfach hier hin. Und jetzt noch ein bisschen Dekoration verteilen. Meine Güte, sieht das schön aus. So, dann wäre das auch fertig. Dann haben wir das Bad jetzt noch zu erledigen hier. Müssen wir den ganzen Müll rausschleppen erstmal. Da wird leider der nächste blaue Sack. Was war? Kommende Belohnung. Alles rausschmeißen. Sieht doch aus hier. So, jetzt geht das große. Große Spazierung gehen wieder los. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, einfach durch Türen zu gehen. So, damit müssen wir ans andere Ende. Container ist überall voll. Hä? Soll's vielleicht doch richtig wegwerfen. Jetzt haben wir noch zwei gelbe Säcke, grüne Säcke. Pfandflaschen.
So, dann können wir das Bad jetzt gleich noch einrichten. Elemente des Badezimmers 12. 4 Müllcontainer, 2 Waschbecken, 4 Möbel. Okay. 2 Waschbecken auf jeden Fall schon mal. Und 4 Mülleimer waren es, ne? So, die Waschbecken waren da. So, was haben wir denn als Elemente des Badezimmers? Wo sind die Elemente des Badezimmers? Da. Zwölf Stück. Ja, wie C-Trennwand. Dann hier zwei Stück davon. Erstmal die Pissoirs waren hier. Passt das? Ich denke. Dann war eine Toilette hier. Erstmal die Trennwand setzen. Ja, ein Luftloch dazwischen. Das ist dann halt so. So, jetzt waren noch drei Elemente des Badezimmers. Kaufen. 1, 2, 3. So. Dann mal wie beim Mexikaner einfach noch so ein Mülleimer mit aufs Klo. Möbel. Brauchen noch 4 Möbel. Was sind da für Möbel? Garderobe. Ja, keine Ahnung, was für Möbel. Auf jeden Fall eine zwei beleuchtete Reklametafeln. Ich weiß sogar, wo man die hinsetzen. Und jetzt brauchen wir immer noch zwei Möbel. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal einfach die zwei kleinen Schränke. Oh. Ist falsch rum. So. Und jetzt? Ach, hier das Büro. Bänke und Stühle. Zwei Stück. Okay.
Müllcontainer 2 Stück. Sechs Möbel, vier Dekorationen, Elektronik, sechs Möbel. Aktenschrank, Bürogarderobe. Sind wir bei 2, 3, 4, keine Ahnung, 5, 6. So, dann die Garderobe hinten hin mit dem Stuhl dazu. Haben wir das hier noch? So, viermal Dekoration und sechs elektronische Ausrüstung brauchen wir noch. Nehmen wir hier, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. Und was haben wir jetzt an elektronischer Ausrüstung zur Verfügung? Auf jeden Fall eine Espressomaschine. Bleibt ja gar nicht so viel. Können wir Ventilator holen? Haben wir jetzt 3 Sachen? Setzen wir also das Zeug überall hin. Gut, das ist ja größer als ich dachte. Stickigen Raum hier unten brauchst du definitiv einen Ventilator. So, jetzt brauchen wir noch eine elektronische Ausrüstung. Da gibt's halt noch einen Ventilator. So, und damit sollten wir eigentlich so gut wie fertig sein. Das passt ja alles. Oh, guck mal hier. Stimmt, irgendwo ist noch ein Stück Unkraut oder so. Abfall zum Aufheben, 0 von 1. Da. Schon wieder Abfall zum Aufheben. Ja.
Level ist abgeschlossen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und so sieht's aus. Haben wir 35 Minuten geschafft. 2 Folgen, ne? Läuft doch. Wunderschön. Bis dann, tschüss.